Hallo, hier mal wieder aus Ösfeld und zwar von einer Fußgängersignalanlage. Die Aufnahme entstand übrigens September 2021. Ja, nun dürfte euch aufgefallen sein, dass die Anlage nach dem Knopfdruck immer sofort umschaltet. Bei Nidewolf-Version war es nämlich nicht so, da frage ich mich, warum die koordinierte Schaltung rausgenommen wurde. Denn zu Hauptverkehrszeiten kann die Sofortschaltung eventuell zu Staus führen. Gerade dann, wenn ein Fußgänger in ungünstigen Momenten die Taste betätigt. Da habe ich auch schon erlebt, dass Fahrzeuge auch schon mal an mehreren Anlagen hintereinander halten durften, weil Fußgänger ein ungünstiges Timing ausgesucht hat. Das alles wäre nicht passieren, wenn die Anlage mit anderen koordiniert wäre, weil dann sucht sich die Anlage selber einen günstigen Zeitpunkt zum Schalten aus. Und das macht die dann in der Regel außerhalb des grünen Bands. Übrigens habe ich selber nichts gegen die Sofortschaltung der Fußgängersignalanlage nach dem Knopfdruck. Allerdings macht es in der Regel auf Straßen Sinn, wo nicht so viel Verkehr ist, beziehungsweise wo in unmittelbarer Nähe keine weitere Anlage ist. Denn auf Hauptstraßen, wo viel Verkehr ist und sich mehrere Anlagen in unmittelbarer Nähe befinden, da macht dann die koordinierte Schaltung mehr Sinn, zugunsten der Autofahrer, weil dann kommt es halt nicht zum Rückstau durch Sofortschaltung Fußgänger, wenn Fußgänger in ungünstigen Momenten Taste betätigen, weil die Anlage sich dann in dem Fall selber den Zeitpunkt aussucht. Das heißt, ich schalte dann in der Regel nur außerhalb des grünen Bands um. Hier noch eine Szene von den Nidewolf-Fassungen, die tatsächlich damals mal mit anderen koordiniert war. Tatsächlich durfte als Fußgänger tatsächlich 1-2 Minuten lang warten, bis diese Anlage dann außerhalb des grünen Bands war. Alternativ könnte man die Fußgängeranlage auch mit Sensoren für Fahrzeuge laufen lassen, sodass die Anlage dann erst dann umschaltet, wenn kein Verkehr mehr ist oder wenn das Zeitlimit erreicht ist.